Die größte Enthüllung in One Piece steht kurz bevor. Die Eckert-Sage endet und obwohl dieses Kapitel kurz ist, zeigt es epische Panels, darunter einen Moment von Kizaru und einen mysteriösen Charakter, der die Strohhüte auf Elbaf erwartet. Im letzten Kapitel sahen wir einen Rückblick auf Vegapunk, der von York und der Weltregierung erfuhr. Das Kapitel endete mit einem glücklichen Lysop, der sich freut, dass die Strohhüte und die Riesen endlich auf dem Weg nach Elbaf sind. Kapitel 1124 offenbart auch, warum Ruffy sich schwer getan hat, sich mitzufreuen. Dieses Kapitel trägt den Titel Bester Freund. Die Coverstory zeigt weiter Yamatos Pilgerreise. Yamato rettet eine Frau vor einer Entführung, aber der Entführer bleibt eine schemenhafte Silhouette. Oda hält uns auch in den Cover-Stories Entspannung, ähnlich wie am Ende dieses Kapitels. Dieses Kapitel beginnt übrigens auch nicht bei den Strohhüten oder den Riesen, sondern wechselt zu Big News Morgan, Warpul und Vivi in der Zentrale der Weltwirtschaftszeitung. Wie ihr wisst, reflektiert Big News Morgan oft die Gedanken der Leser. Auch er ist von den jüngsten Ereignissen überwältigt, wie wir alle. Doch anders als wir hat er fast gottgleiche Macht, wenn es darum geht, die Erzählung in One Piece zu lenken. Morgans plant eine sensationelle Schlagzeile, um weltweit Angst zu verbreiten. Law gegen Blackbeard, Kid gegen Rothaar und Strohhut ermordet Vegapunk. Man muss ihm zugestehen, das sind großartige Schlagzeilen. Doch Vivi konfrontiert ihn. Du bist ein Lügner. Kein kluger Mensch auf der Welt würde deine Nachrichten glauben. Das wirft die Frage auf, werden die Menschen es wirklich hinterfragen, wenn sie keine anderen Informationen haben und Ruffy nicht kennen? Wahrscheinlich nicht. Morgens hat ein Monopol auf die öffentliche Meinung, was seine Darstellung enorm wichtig macht. Oder gelingt es hiermit auch meisterhaft, die Realität unserer Welt einzufangen? In unserer Gesellschaft regiert nämlich die Information und die Medien nutzen Fehlinformationen und Sensationalismus auf die Kosten der Wahrheit. Deshalb glaube ich, dass morgens immer eine größere Rolle spielen wird, während One Piece auf sein Ende zusteuert. Warpul versucht Vivi zu beruhigen, während morgens frustriert ist, dass sie sich nicht von ihm einschüchtern lässt. Er sagt, es ist mir egal, ob die Welt untergehen wird, da mein Zuhause im Himmel ist. Dann lacht er. Das erinnert uns daran, dass es immer Menschen geben wird, die überleben. Und manche werden sogar in solchen Situationen gedeihen. Morgans, die Fischmenschen und Piraten und vielleicht viele andere Menschen könnten überleben, wenn Vegapunks Technologie für Wolkeninseln erfolgreich eingesetzt wird, wie es im letzten Kapitel erwähnt wurde. Trotz der verheerenden Taten der Weltregierung und ihrer Gleichgültigkeit gegenüber dem steigenden Meeresspiegel ist es ermutigend, dass es einen Wissenschaftler wie Vegapunk gibt, der dieses existenzielle Problem mit seinem Intellekt und seinen Erfindungen lösen könnte. Das Kapitel wechselt dann vermutlich ein letztes Mal zurück nach Egghead, um noch offene Handlungsstränge abzuschließen. Doch das Ende dieses Arcs ist auf jeden Fall in Sicht. Ich habe gehofft, dass Kizaru endlich einige Details preisgeben würde und ich bin Oda dankbar dafür, dass er dies in diesem Kapitel getan hat. Zunächst sehen wir Sentomaru, der überlebt hat und auf einem kleinen Boot Egghead verlässt. Diese Szene erinnert ein wenig an Robin, die auch auf einem kleinen Boot von Ohara floh. Wahrscheinlich gibt es einen Grund, warum Oda diesen Charakter zurückgehalten hat. Ob die Regierung ihn verfolgen wird? Oder schließt er sich vielleicht nach den Ereignissen auf Egghead den Revolutionären an? Wir werden sehen. Anschließend kommen wir zur zentralen Szene des Kapitels. Ein freier Mann ist gezwungen, wie ein Roboter zu handeln, während ein Roboter wie ein freier Mensch agiert. Flottenadmiral Sakatsuki versucht Kontakt mit der Marine und Egghead aufzunehmen, doch die Kommunikationskanäle sind tot. Schließlich meldet sich Admiral Kizaru, aber es bleibt unklar, ob er vor dem Anruf von Sakatsuki auch bewusstlos war. Wie auch immer, er ist der einzige Marine, der momentan wach ist. Ein Desaster für die Marine. Doch Kizaru scheint mit seinen Gedanken woanders zu sein. Er sagt zu Sakatsuki, ich werde die jungen Marines anweisen, alles zu melden, sobald sie wieder wach sind. Sakatsuki erkundet sich besorgt nach der Sicherheit von Saturn und dem Kraftwerk und kritisiert Kizaru für seine schlechte Leistung. Doch Kizaru lässt sich das nicht gefallen. Dieses Kapitel liefert genau das, was ich von Kizaru erwartet habe. Eine klare Stellungnahme, wie er emotional zu den Geschehnissen steht. Es zeigt, wie sehr er mit der Mission zu kämpfen hatte. Vorher sah ich ihn als jemanden, der vom System gebrochen wurde. Er wusste, dass das, was er tat, falsch war, doch er tat es trotzdem, weil das System seinen Willen zerstört hatte. Doch jetzt sehe ich ihn als jemanden, der auf seine eigene unklare Weise nach Gerechtigkeit strebt. Er ist nicht die gefühlslose Hülle, für die wir ihn hielten. Vielmehr ist er von seiner eigenen Version der Gerechtigkeit getrieben, dass er moralische Grenzen überschreitet, um eine bessere Welt zu schaffen. In einem ernsten Moment fragt Kizaru Sakatsuki, hast du schon einmal deinen besten Freund getötet? Sakatsuki beginnt die Schwere der Situation zu begreifen und antwortet nur mit seinen eigenen ... Ein Rückblick zeigt dann die Freundschaft zwischen Kizaru und Vegapunk, einschließlich des Tages, an dem sie sich zum ersten Mal trafen und Vegapunk begann Egghead zu bauen. Es macht die Ereignisse nur noch tragischer, da sie beste Freunde waren. Etwas, das niemand kommen sah. Diese Wendung verändert nicht nur die Sicht auf die vergangenen Ereignisse, sondern weckt auch Mitgefühl für Kizaru, der normalerweise nur als stoischer Spaßvogel dargestellt wird. Doch es bleibt die Frage, warum stellt Kizaru seine Mission über seinen besten Freund? Vielleicht erfahren wir bald mehr darüber. In jedem Fall ist dies Kizarus bisher bedeutendste Szene. Er schreit dann unter Tränen zu Akaino. Wenn du die Zeit hast, meine Fähigkeiten herabzusetzen, dann komm und überprüfe es selbst, du verdammter Racker. Diese Szene ist brillant inszeniert. Kizarus emotionales Verhalten zeigt offensichtlich, wie stark ihn die Geschehnisse auf Egghead mitnehmen. Zudem ist es erfrischend, ihn so offen mit Sakatsuki sprechen zu sehen. Etwas, das nur wenige wagen würden. Überraschenderweise zeigt Sakatsuki seine Menschlichkeit in dem Moment. Obwohl er schockiert über Kizarus Ton ist, argumentiert er weder noch bestraft er ihn. Stattdessen zeigt er Verständnis, indem er sagt, es tut mir leid, Bruder. Kizaru hingegen erwidert nur, halt die Klappe, dafür ist es zu spät. Ehrlich gesagt ist das einer meiner Lieblingsszenen. Oda hat hier wirklich großartige Arbeit geleistet. Das deutet nämlich auf eine überraschend tiefe Bindung zwischen den beiden hin. Der erste Hinweis in diese Richtung war, als Sakatsuki Kizaru bei seinem richtigen Namen Borsalino anspricht, anstatt ihn mit seinem Admiralstitel zu nennen.
Doch wir sollten das genauer betrachten, denn die deutsche Übersetzung erfasst nicht die volle Bedeutung dieses Gesprächs. Viele kennen wahrscheinlich das Wort Aniki, das oft mit älterer Bruder übersetzt wird, aber meist nicht für leibliche Brüder verwendet wird. Es ist ein respektvoller Ausdruck für jemanden, den man als überlegen ansieht. Zum Beispiel nennen Johnny und Yosaku Zoro immer Aniki. Interessanterweise benutzt Sakatsuki in dieser Szene jedoch nicht Aniki, stattdessen verwendet er das Wort Kyodai, was direkt Geschwister bedeutet und sich auf leibliche Brüder beziehen kann. Doch angesichts von Akainos Yakuza-Thematik ist es wahrscheinlicher, dass er damit einen Blutsbruder meint. Das ist wichtig, weil es auf eine gleichwertige Beziehung hinweist, ähnlich wie bei Ruffy, Ace und Sabo, die sich auch als Kyodai bezeichnen, obwohl sie keine leiblichen Brüder sind. Es ist auch interessant zu beachten, dass Kizaru 3 Jahre älter ist als Sakatsuki. Obwohl er als Flottenadmiral Kizaru im Rang auch übergeordnet ist, zeigt er ihm dennoch als älteren Bruder einen gewissen Grad an Respekt. Der Rückblick mit Vegapunk war zwar kurz, aber eindrucksvoll, allein schon wegen der zahlreichen ausgefallenen Outfits, die Kizaru im Laufe der Zeit getragen hat. Nach diesem faszinierenden Kapitelabschnitt wechselt die Handlung zum Schiff der Strohhutbande auf Elbaf. Dort herrscht eine gedrückte Stimmung und bald wird klar warum. Nami, Lysop, Sanji und Chopper kümmern sich um Lilith, die auf einem riesigen Sofa liegt, das sie alle wie Zwerge aussehen lässt. Die riesigen Größenverhältnisse auf Elbaf werden sicher noch für einige humorvolle und kreative Szenen sorgen. Als Lilith plötzlich erwacht ist, ist Chopper der Erste, der sich freut. Nami fragt besorgt, ob es ihr gut geht. Lilith schaut sich dann verwirrt um und greift nach ihrem Ohrstück. Lysop erklärt ihr, dass sie sich auf einem Schiff der Riesen befinden, weshalb alles um sie herum so groß wirkt. Danach schildern sie, was auf Egghead passiert ist. Lilith zeigt Verständnis und sagt, sie habe alles bereits erklärt bekommen. Sanji fragt dann neugierig, von wem? Doch statt zu antworten, beginnt Lilith plötzlich an zu weinen, fast wie ein kleines Kind. Offenbar hängt dies mit alles zusammen, was zuvor geschehen ist. Während sie weiterhin ihr Ohrstück hält, sagt Lilith nur, lass mich einfach ein bisschen weinen, und tut genau das. In dem Moment macht Lysop eine interessante Bemerkung. Welcher Teil von dir soll eigentlich böse sein? Es scheint also, dass sich bei Lilith etwas verändert hat, was später noch mehr Sinn ergeben könnte. Kurz darauf erklärt Lilith plötzlich, dass sie hungrig ist. Lysop ist verblüfft, wie schnell ihre Trauer in Hunger umgeschlagen ist. Die Crew sagt ihr, dass sie das Essen probieren kann, das die Riesen für sie vorbereitet haben. Sanji scheint aber als einziger zu begreifen, was wirklich vor sich geht, als er vermutet, dass Lilith plötzlich hungrig ist, weil ihre Verbindung zu York möglicherweise gekappt wurde. Das wirft jedoch die Frage auf, ob sie jetzt vielleicht die gesamte Bandbreite an Emotionen und Charakterzügen erleben wird, da die anderen Vegapunks verschwunden sind. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich ihr Charakter von hier an weiterentwickelt. Dann gibt es eine unerwartete humorvolle Szene. Brooke bemerkt, dass die Stimmung am Tisch der Riesen ziemlich gedrückt ist und wir sehen einen deprimierten Ruffy, der sehr traurig an einer riesigen Traube knabbert. Seine Gedanken sind jedoch ernst. Verdammt, ich habe ein Versprechen gegeben. Ich habe gesagt, ich werde den Apfelmann retten, aber ich konnte es nicht. Chopper stellt fest, dass Ruffy in einer ernsten Lage ist und fügt hinzu, dass er gerade wirklich niedergeschlagen ist, da er nur 5 Traubencluster gegessen hat. Aber eine Menge, wenn man bedenkt, wie riesig diese Trauben sind. Schließlich ergreift Lilith das Wort, um die Stimmung zu heben und sagt, ich denke, das reicht jetzt. Ich habe vorhin schon für alle geweint, aber für euch ist es nur der Tod. Um es einfach zu sagen, wir leben noch. Im Wesentlichen sagt sie, dass die Crew sie auf eine Weise gerettet hat, indem sie sie beschützt haben. Schließlich sind sie alle Teil von Vegapunk. Chopper missversteht das jedoch auf komische Weise und fragt, sind sie jetzt Geister? Lilith antwortet daraufhin, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ihr unser Versprechen erfüllt habt. Also gibt es keinen Grund, traurig zu sein, Ruffy. Und sie hat recht. Ruffy hat nämlich Vegapunk gerettet, indem er Lilith gerettet hat. Nach Liliths Worten kehrt Ruffy zu seiner üblichen fröhlichen Art zurück. Er verlässt das Deck und springt zum Tisch der Riesen. Nachdem sich Ruffy bei den Riesen bedankt hat, grinst er breit und sagt, bringt das Essen und die Getränke. Ruffy klingt dabei immer mehr wie der zukünftige Piratenkönig. Dann sehen wir Lysop, der Zoro auf der Sunny informiert, dass Ruffy wieder in Hochstimmung ist und die gesamte Strohhut-Crew sowie Lilith zur Feier gestoßen sind. Robin schmiegt sich liebevoll an Chopper, als wäre er ein Kuscheltier, was eine süße und herzerwärmende Szene ergibt. Dabei erinnert Robin uns an ein freudiges Wiedersehen. Wenn wir nach Elbaf gehen, wird Zoro dort sein. Chopper freut sich und erwidert, das ist großartig. Die Riesen sprechen dann etwas an, das Vegapunk zuvor erwähnt hatte. Sie sagen, Vegapunk sagte, dass die Welt von demjenigen verändert wird, der das One Piece findet. Wer wird deiner Meinung nach der Piratenkönig? So etwas ausgerechnet vor Ruffy zu sagen, ist schon ein wenig verrückt, aber natürlich antwortet er wie erwartet, hey, warum glaubst du, bin ich überhaupt Pirat geworden? Währenddessen sehen wir Lysop übrigens an einer neuen Erfindung arbeiten. Oda liebt es, solche subtilen Hinweise einzubauen. Wir werden vermutlich einige neue Kreationen von Lysop in diesem Arc sehen. Auf einer epischen Doppelseite sehen wir dann die Strohhutpiraten, Lilith und die Riesen, wie sie zusammen feiern und anstoßen, während Ruffy auf die Frage der Riesen antwortet. Ruffy sagt, selbst wenn ihr versucht, mich aufzuhalten, was möglicherweise passieren könnte, wenn man bedenkt, dass ihr loyale Anhänger von Shanks seid, ist es doch offensichtlich, dass ich derjenige sein werde, der Piratenkönig wird. Der Erzähler lässt uns schließlich wissen, dass das Schiff in nordöstliche Richtung segelt, hin zum lang erwarteten Land der Riesen. Aber eines der wichtigsten Panels dieses Kapitels zeigt am Ende eine Silhouette eines unbekannten Charakters, der am Ufer von Elbaf sitzt und einen Drink genießt. Und diese geheimnisvolle Figur sagt nur, na dann, kommt. Die Nachricht des Editors deutet darauf hin, jemand wartet auf die Strohhüter auf der Insel der Riesen. Diese Person scheint eine Vorahnung zu haben, dass die Strohhüter Elbaf näher kommen. Ob durch Haki oder durch eine andere unbekannte Fähigkeit, lässt sich nicht sicher sagen. Eins ist jedoch klar, diese Person muss sehr mächtig sein. Es gibt einige Spekulationen darüber, wer diese Person sein könnte. Viele glauben nicht, dass es Zoro ist, obwohl Robin ihn erwähnt hat.
Er wird sicher nach der Ankunft noch thematisiert. Zudem haben wir bereits seine Hand gesehen und sie sieht anders aus als die Hand dieser Silhouette. Eine weitere Möglichkeit ist Loki, der Prinz von Elbaf. Doch auch das scheint sehr unwahrscheinlich. Die Silhouette, die wir zuvor von ihm gesehen haben, passt auch nicht zu dieser Figur. Vermutlich handelt es sich bei dieser Person nicht um einen Riesen, sondern um einen Menschen. Auch der mysteriöse Mann mit der Brandnarbe scheint hier keine Option zu sein. Wir wissen, dass dieser Mann auf See unterwegs ist und das World Poneglyph mit sich führt. Es wäre seltsam, wenn er die Strohhüte auf Elbaf erwarten würde, wo sie ohnehin schon 3 World Poneglyphe besitzen. Das führt mich zu 2 anderen potenziellen Kandidaten, Shiki oder Scopa Gaban. Es gibt keine eindeutigen Beweise, warum es Shiki sein sollte. Ich fände es an der Stelle einfach funny, aber es gibt einige Hinweise, die auf Scopa Gaban deuten könnten. Erstens ähnelt der Haarschnitt der Silhouette dem von ihm. Zweitens könnte es sein, dass seine Haare mittlerweile weiß geworden sind. Ein weiteres Indiz ist die Vorliebe der Roger-Piraten fürs Trinken. Roger und Odin liebten es zu trinken, Rayleigh war ebenfalls ein großer Trinker und sogar Krokus und Shanks wurden oft mit einem Getränk in der Hand gesehen. Es wäre also nicht überraschend, wenn auch Scopa Gaban eine ähnliche Vorliebe hätte. Wir wissen immer noch nicht, was Roger auf Laugh-Tay gefunden hat oder warum er gelacht hat, aber er sagte, er sei zu früh gekommen. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, könnte es sein, dass Roger zu der Zeit nur die nächste Generation unterstützen konnte und einen Plan entwickelte, um nach dem nächsten Joyboy zu suchen. Roger löste die neue Piratenära mit seiner öffentlichen Hinrichtung aus und Shanks setzte alles darauf, den neuen Joyboy zu finden, indem er die Gum-Gum-Frucht stahl und eine neue Ära einläutete. Krokus war die erste Person, die man am Eingang zu Grand Line traf und Rayleigh lebte auf Sabaody, wo alle großen Piraten irgendwann ankommen müssen. Rayleigh trainierte sogar Ruffy 2 Jahre lang, doch Scopa Gaban, der nach Roger und Rayleigh die wichtigste Figur in Rogers Crew war, haben wir bisher noch nicht gesehen. Es wäre denkbar, dass Roger auch ihm eine bedeutende Rolle zuwies und dass er derzeit auf Elbaf lebt. Natürlich würde er Ruffy und die Strohhüte durch Shanks schon kennen. Diese Verbindungen sind zu bedeutend, um als Zufall abgetan zu werden. Roger hat seinen Plan vor seinem Tod geschmiedet und Shanks sowie die anderen Roger-Piraten haben großartige Arbeit geleistet. Sie haben sogar bemerkt, dass sie in Ruffy denselben Geist sehen wie einst in Roger. Vielleicht ist dies der Grund, warum die mysteriöse Person so aufgeregt wirkt. Dieser Arc hat definitiv das Potenzial, Wano und Marineford in den Schatten zu stellen. Nun interessiert mich, wen ihr denkt, dass diese geheimnisvolle Silhouette sein könnte. Nächste Woche werden wir das sicher erfahren. Bis dahin und thanks for watching.